Hallihallo und willkommen zur 37. Folge des FIFA 13 Road to Glories. Na gut, das zweite Mal war nicht gewollt. Das zweite Mal gewollt. Ist ja auch egal. Es geht los mit ein bisschen, was wir verkauft haben. Na kurz den Tauschstapel lernen. Der Rest vom League A Team ist also noch zu verkaufen. Außerdem hier unser komischer Spieler aus dem gratis Silberpack. Ansonsten aber hat sich dann alles verkauft. Ihr seht, wir haben über 30.000 Münzen wieder. Und ja, kommt unser erstes Spiel. Und dieser Junge hier hatte ein Gold-Silber-Barclays-Premier-League-Team, was man auch nicht so oft sieht, und deswegen auch dann ziemlich nice mal, dass ich auch mal gegen andere Silberteams spielen kann, wenn ich schon nur mit dem Silberteam spiele, aber also ich meine jetzt abgesehen vom Silberpokal, aber da haben die meistens einfach so krasse Premier-League-Teams, also da Silberteams an sich eigentlich nur Leute machen, die richtig viel Geld haben, und daher spiele ich einfach lieber gegen die Gold-Teams, auch ein bisschen mehr Herausforderung. Und es macht dann auch noch mehr Spaß, wenn man dann gegen die Goldteams gewinnt, denn da sind die meistens ziemlich frustriert danach. Weiß ich so. Naja. Auf jeden Fall geht es ganz gut los. Beide mit Chancen und dann auf einmal dieses Tor von Tiote. Also aus spitzestem Winkel schafft er es, den Ball an unserem Keeper vorbei ins Tor hineinzubeführen. Ich sehe gerade, ich habe gar nicht mit dem Silberteam gespielt. Ich habe hier mit dem Liga Portuguesa Team gespielt. Und ja, da hatte Martinez dann unsere größte Chance eigentlich in der zweiten Halbzeit schon. Aber, wir haben uns danach erstmal dran gekämpft. Dann ist es nämlich Rodrigo, der den Ball gleich bekommt, glaube ich. Ne, es geht Salvio rechts vorbei, zieht in die Mitte und jetzt hat Rodrigo den Ball und dann steht es nicht 1:1. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den darf er auch gerne schon mal machen. Auf jeden Fall auch wieder ein ziemlich starker Gegner. Also, ja, Liga 1 hat mittlerweile auch ziemlich sehr starke Gegner. Und dann dieses wunderschöne Tor von Martinez. Also, es ist ja manchmal so, man kann es nicht immer einschätzen, wie stark ein Gegner ist. Auch nicht am Team. Aber wenn man so ein Silberteam, meistens Silbergold sind meistens die auch Leute, die auch was davon verstehen, glaube ich. Und deswegen war auch kein schlechter Spieler. Und hier dann die Chance für seinen King. Ich glaube, er wechselt gleich nochmal zu Rodelaga, genau. Oder Rodalega. Oh, der hämmert das Ding in die Ecke. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Das hätte ich dran denken müssen, da einen Mann auf die Linie zu stellen. Das habe ich deutlich, deutlich vergessen. Oder zumindest die Mauern ein bisschen zu bewegen. Ja, auf jeden Fall schönes Tor. Trotzdem all dem das 2:1 hier schön in die lange Ecke. Also da war auch unser Keeper chancenlos, unser Beto. Aber direkt nach Wiederanpfiff, ist es Martinez, der frei durch ist und zu seinem Doppelpack einschießt. Und es steht so 2:2 und ja, damit war das Spiel wieder ausgeglichen. Er hatte vielleicht leichte Vorteile im Spiel, aber ich denke, alles in allem war das Unentschieden zu dem Zeitpunkt doch ziemlich gerecht. Dann allerdings schreiben wir die 92. Minute und es ist Adrien, unser zentraler Mittelfeldspieler, auf Abwägen draußen, tunnelt den ersten und schießt tatsächlich uns mal zu einem späten, späten Tor. Normalerweise bin ich immer der, der kassiert in der 90. Minute. Aber dieses Mal schaffen wir es tatsächlich, unser Tor zum Sieg zu schießen. Denn wir holen uns, glaube ich, jetzt hier gleich den Ball. Ja, und haben sogar die Chance, auf 4:2 aufzuerhöhen. Besser gesagt, zu erhöhen. Ich habe auch sehr defensiv, ich wollte es nicht mehr verlieren. Und John hat Jan hier die Chance. Scheitert aber am Keeper und so endet die Partie 3:2. Und erstes Spiel, erster Sieg und damit 4 Punkte jetzt immerhin schon in Liga 1. Das ist natürlich, ja, nach 3 Spielen nicht die optimale Ausbeute, wie ihr alle rechnen könnt. Aber ich denke, was ist ganz okay dafür, dass wir so scheiße gestartet sind. Dann jetzt ein Sieg, ein Niederlage und ein Unentschieden in den letzten 3 Spielen. Das ist natürlich auch schön symmetrisch. Ja, dann nehmen wir mal wieder unser Silberteam schon, ne? Denn das ist ja unser Hauptteam eigentlich. Und suchen unser nächstes Match, Dortmund Wappen, Menu Trikot, wollte nicht wechseln, ich glaube, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ja genau, er geht raus, denn er wollte, warum auch immer, nicht so lange warten, ich glaube, ich war noch ganz kurz weg, aber er wollte nicht wechseln, ach, was weiß ich auch. Nächster Gegner ist dann dieser nette Herr mit dem Zenit Trikot in hellblau, Babypool, Babyblau, auch ein schönes Teamchen, ein Serie A Team mit Pato vorn und Cavani im zentralen offensiven Mittelfeld, auch interessant, ja. Dürfte einiges gekostet haben, ihn da von Stürmer auf ZOM zu stellen. Na gut, nicht so viel, aber ein bisschen was doch. Und ja, dann aber die erste Chance geht diesmal an uns. Und ihr wisst ja, die ersten Chancen mache ich eigentlich ungern rein. Also das heißt ungern. Ich schaff's einfach nie. Diesmal allerdings schaffe ich es. 8. Minute, 1:0. Immerhin. Also sehr klar, dass der Ball reinging, denn ich treffe ja nur in den ersten 5 Minuten nicht, wie ihr ja mittlerweile alle wisst.
Oh, aber das Spiel lief doch ganz ordentlich zu Beginn. Hier die nächste gute Chance, aber gerade noch so abgewehrt. Dann nochmal Keita und dann am Ende ist es Elionussi, der den Ball auch nicht im Tor unterbringen kann. Und stattdessen kommt dann dieses Ding hier. Cavani mit seinem schwachen Fuß aus vollem Lauf. Eine perfekte Flanke. Und da fehlt nicht viel bei von Hamsik. Was ich übrigens ziemlich geil finde, dass sein Tattoo wirklich abgebildet ist. Also bei manchen Spielen hat sich EA wirklich Mühe gegeben, die zu gestalten. Bei manchen überhaupt nicht, aber bei manchen dann schon, ne? Bei den hochgerateten vor allem. Fatih ist dann aber mit dem Weitschuss wieder gehalten. Also der Kehlenburg war on fire. Nach der Ecke, ja. Hatte ihn auch. Es war Handanovic, genau, aber Handanovic, er hat mich in dem Spiel wirklich ein bisschen zur Weißglut gebracht, er war richtig saustark. Und ich frage mich immer noch, ob damals der Kehlenburg in unserem Serie A-Team die richtige Wahl war. Wahrscheinlich eher Handanovic. Nächste Chance, Quincy, aber diesmal schaffen wir es tatsächlich nach einem klasse Spielzug, wie ich finde. Zwei Lupfer, ein direkter Volley-Lupfer zu Quincy und der hat dann den Platz. Und dann schreiben wir die 74. Minute und es steht 3 zu 0, denn das lässt Elyounoussi sich dann nicht mehr nehmen. Und damit war die Partie eigentlich entschieden. War vielleicht ein bisschen zu hoch, das 3 zu 0. Das 2 zu 0 hätte es auch getan, also von der Gerechtigkeit her. Aber ja, ich war zufrieden damit, wie es so stand. Denn damit konnte ich ziemlich beruhigt die letzten Minuten angehen. Letzte Chance, noch einmal Cavani gegen Bolat, der hält die Null hinten fest. Und so gewinnen wir 3 zu 0 und holen uns die nächsten 3 Punkte in Richtung, ja, Nicht-Abstieg oder vielleicht sogar Liga 1 Titel. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich würde sagen, bis dahin, Leute. Tschüss.